So, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, im letzten Video haben wir uns Creeping Death uns angeguckt. Metallica Konzert Nummer 4. Und habe ja davor erstmal ganz viel erzählt, wie das Konzert war. Was mir so in Erinnerung noch geblieben ist. Und besonders die Heimfahrt war, ja, die ist in Erinnerung geblieben. Das war ein ganz schöner Krampf, irgendwie da wieder nach Hause zu kommen. Also da ins Hotel gekommen. Wenn ihr auch damals dabei wart, dann schreibt einfach einen netten Text in die Kommentare und teilt mir eure Story. Ja, wir hatten letztens natürlich uns Creeping Death angehört. Eine sehr geile Performance. Und jetzt gucken wir uns die Performance an. Auch live, Hockenheimring 2022, Wherever I May Roam. Einer meiner Lieblingssongs und war auch, muss ich kurz überlegen, ja, war auch das erste Mal, dass ich den Song live gesehen habe. Weil zum Beispiel Köln, Stuttgart, Berlin, da haben sie den Song nicht performt. Aber Hockenheim schon. Und deswegen gönnen wir uns jetzt erstmal schön Wherever I May Roam live, Hockenheimring 2022. Das Intro ist geil. Geil. Anscheinend hat es den Tag doch ein bisschen geregnet, hat schon wieder etwas vergessen. We'll be right back.
dabei. War wieder schön. War mal wieder schön. Ich weiß, wir haben erst vor kurzem auf den Song reagiert, aber es macht schon wieder was komplett anders aus, wenn du eine andere Live-Performance anguckst. Wenn du zum Beispiel Wherever I'm in Room Mexico 93 anguckst, dann ist schon wieder auch was anderes. Also muss ich wirklich sagen, der Song ist einer meiner Lieblingssongs und war auch froh, dass du den Song gespielt haben. Also das habe ich auch gemerkt, als Metallica den Song letztes Jahr und dieses Jahr, also letztes Jahr in Hamburg und dieses Jahr in München gespielt haben, da ging das Publikum auch ab. Also das ist also auf jeden Fall einer der beliebtesten Songs von der Band. Nicht jetzt vom Album, aber von der Band allgemein. Ja, war wieder wunderschön. War wieder schön. War eine gute Performance. Schön, dass man sich sowas noch angucken kann. So nach 2 Jahren, endlich mal. Nach 2 Jahren mal wieder. Und das mit euch zu teilen. Gut, dann war es das erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Entweder reagieren wir auf irgendein anderes Video. Zum Beispiel wollte ich ja gerne mal auf Trap on the Rise und Damage Inc. reagieren. Es sei denn, ich hab noch Lust und Zeit und wir gucken uns auch mal die Hamburg-Videos an. Das sind aber auch 4 Stück. Oder ich warte einfach, bis jetzt von Mexiko irgendwas kommt. Aber ich glaube, das kann noch eine gute Woche dauern. Weil ich nehme jetzt auch eine Katze ist im Raum. Hallo. Heute haben wir den 21. September und ich mal gucken. Mal gucken. In die Setlist von der ersten Mexiko-Nacht habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich lasse mich ein bisschen überraschen. Aber ich nehme an, da kommt jetzt keine große Überraschung. Aber oh, ich hoffe, da kommt irgendwas. Habt ihr gerade gesehen? Komm hier. Wollt euch gerne mal Kali vorstellen, aber die ist schüchtern. Ist ein bisschen schüchtern. Mal gucken, vielleicht kriege ich sie irgendwann mal dazu. Kommt einfach mal kurz hier rein, checkt alles ab und geht wieder raus. Der Simbad, unser roter Kater, der kommt mal rein. Und ich habe hier so 1-2 Kartons, wo er sich reinlegen kann. Und mir auch schon mal passiert, egal auf Videos reagieren oder auf ein bisschen zocken, steht er in seinen Karton und lässt sich gut gehen. Katze muss man sein, ne? Gut. Ja, wo war ich? Ich war eigentlich beim Outro, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Abo hinterlassen, Daumen nach oben und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.